Hallo, herzlich willkommen zum Literaturtipp. Heute würde ich Ihnen gerne von Polly Sampson Der Sommer der Träumer vorstellen. Mögen Sie Leonard Cohen und seine Lieder? Dann sollten Sie dieses Buch lesen. Die 18-jährige Erika flieht nach dem Tod ihrer Mutter mit ihrem Freund Jimmy, ihre erste große Liebe, auf die kleine Insel Hydra in Griechenland. Eine Freundin ihrer verstorbenen Mutter hat sie dorthin eingeladen. Und auf Hydra 1960 hat sich so eine kleine Künstlerkolonie gebildet. Da leben Maler und Schriftsteller und Fotografen und Bildhauer. Und die leben auf eine Art und Weise, die eben in London oder in anderen Ländern nicht möglich ist. Die Menschen wollen frei sein, die wollen sich ausprobieren, die wollen die Sonne, das Meer und unkonventionell leben. Und in diesem Haus der Freundin ihrer verstorbenen Mutter, ein großes offenes Haus, da kann sie erstmal unterkommen mit ihrem Jimmy. Und so wird sie langsam diese kleine Künstlerkolonie kennenlernen. Dazu gehört auch der Norweger Axel, auch ein Schriftsteller, der mit Marianne verheiratet ist. Und jetzt wird es bei Ihnen schon klingeln, denn Marianne, klar, das ist die große Liebe von Leonard Cohen. Und auch Leonard Cohen wird auf diese Insel kommen. Und dann werden wir diese Geschichte von Leonard und Marianne erfahren. Und während des Lesens hat man schon dieses Lied im Kopf und möchte das eigentlich sofort sich wieder anhören. Eine Liebesgeschichte, die es in sich hat, denn Marianne ist ja noch mit Axel, dem Schriftsteller, verheiratet. Aber dieser Axel hat seine Augen auch woanders hingerichtet und Marianne hat aber gleichzeitig von ihm ein Baby. Also den Rest, den müssten Sie selber lesen. Ein wundervoller Sommerroman auf einer kleinen griechischen Insel, unkonventionell. Da spürt man die Lust am Leben und auch die Gier nach Leben. Ein Buch, was eine wundervolle, prickelnde, sommerliche Lektüre ist. Viel Spaß beim Lesen.